Hallo zusammen und herzlich willkommen zu 24 Hours in Isolation hier auf unserem neuen Kanal Forbes 15. Mein Name ist Chloe und ich treffe hier auf junge, kreative Unternehmer und Millennials und spreche mit ihnen über ihre Zukunft und ihre Karriere. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode und meinen heutigen Gast, Sarah Nuro. Sarah ist Gründerin von Nuro Coffee, gemeinsam mit ihrer Schwester Sally. Man kennt sie aber auch als Model und als Gewinnerin der vierten Staffel von Germany's Next Topmodel. Hi Sarah. Hallo, hi. Hi, freut mich sehr, dass du da bist. Geht's dir gut? Ja, den Umständen entsprechend geht es mir heute eigentlich ganz gut. Ich habe immer so Tagesschwankungen. Also mal ist es super und wie heute, aber dann gibt es wieder Tage, wo ich mir denke, oh Gott, ey. Und eigentlich den ganzen Tag nur gefühlt im Schlafanzug abhänge, weil ich mir denke, ich sehe sowieso niemanden. Deshalb, heute ist ein guter Tag. Ja, und entsprechend unserem Format 24 Hours frage ich dich auch gleich, wie managst du momentan deine 24 Stunden in Selbstisolation? Wie sieht das aus bei dir? Ich versuche, ehrlich gesagt, tatsächlich so an so feste Routinen festzuhalten. Das hat ein bisschen gedauert, mich reinzugrooven. Also die ersten 2 Wochen waren nicht so einfach, weil ich mich erstmal auf die Situation einstellen musste und auch sehr viel Nachrichten, Informationen aufgenommen habe und mich das total beschäftigt hat und ich überhaupt nicht fokussiert war. Aber so nach der dritten, vierten Woche ging es und ich habe jetzt angefangen, so 30-Tage-Yoga-Challenge, also ich stehe morgens auf und mache erstmal auf YouTube so ein echt super Yoga-Stunde, wobei das keine ganze Stunde geht, sondern keine Ahnung, es geht manchmal 30, manchmal 45 Minuten, manchmal auch nur 20 und das ist echt gut, weil dann komme ich erstmal so an und fühle mich danach einfach besser. Das habe ich da vorher nie gemacht. Also die Isolation bringt auch neue Facetten von mir raus. Und ja, und dann fange ich eigentlich an, natürlich frühstücke ich nebenbei, mache mir mein Saft, mein Green Juice. und dann fange ich eigentlich an, meine To-Dos so langsam abzuarbeiten. Also ich mache immer am Vortag, schreibe ich mir auf, was ich für den nächsten Tag machen muss, weil ich das hasse, in der Früh keine Ahnung zu haben. Und normalerweise ist es so, dadurch, dass ich, wenn ich ins Büro gehe, kann ich mich mental darauf einstellen und habe dann so eine, wie gesagt, so eine räumliche Trennung und kann mich dann einfach auf den Tag einstellen. Und so ist es so, dass ich für mich wichtig ist, dass ich weiß, was ich zu tun habe und ja, in der Regel ist es so, dass ich anfange, meine To-Dos abzuarbeiten und dadurch, dass ich ja verschiedene Bereiche habe, die ich irgendwie vereinen muss, das sind zum einen meine Anfragen, die mit dem Modeln zu tun hat, was ja natürlich weniger ist, weil eben keine Veranstaltung stattfindet, also Events oder Panels, wo ich Vortrag halte. Oder auch nicht zu einem Shooting gehen muss. Normalerweise hat es auch sehr viel Zeit gekostet, um das alles zu koordinieren, mache ich das oder nicht. Und dann aber natürlich auch Nuro Coffee und Nuro Woman. Das sind auch nochmal natürlich ganz große Bausteine in meinem alltäglichen Leben. Und da ist es so, dass ich habe schon fixe mit meiner Schwester Sally, wo wir uns eigentlich immer um 11 klappt es nicht, weiß nicht, wann ich es auszeichnet, ups. Aber normalerweise morgens wir immer FaceTime oder Zoom-Call haben und einfach nochmal kurz unsere gegenseitige To-Dos abchecken, okay, dass wir auf der gleichen Page sind, wer macht was. Und das machen wir eigentlich in der Regel 10 Minuten täglich und aber einmal die Woche, wo wir dann wirklich eine Stunde Zeit nehmen und nochmal alles besprechen und das, ja, also dann, und ich versuche dann mittags auch tatsächlich eine Pause zu machen, ich gehe entweder spazieren, bei mir vor der Tür ist ein schöner See, nicht See, das ist Quatsch, aber so ein kleiner Fluss, wo man entlang laufen kann und da versuche ich eigentlich so ein bisschen rauszukommen, frische Luft zu tanken. Und ja, und dann fange ich eigentlich in der Regel so gegen 2 mache ich dann weiter. Und jetzt ist es so, das ist eine lange Antwort, aber ich versuche auch ganz normalerweise
arbeite ich bis 7 oder 8, je nach Tagessituation, wenn ich was aufzuholen habe, weil ich an einem Tag nicht im Büro war, weil ich eine Produktion hatte oder so, dann muss ich natürlich das leider aufholen, die fehlenden Stunden, die ich nicht da war. Und dadurch, dass ich jetzt konstant eigentlich meine To-Dos abarbeiten kann, höre ich aber auch relativ früh auf. Also um 17 Uhr ist für mich dann auch Feierabend. Und dann lege ich auch den Laptop, mache ich aus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade jetzt, dass man nicht nur arbeitet, sondern dass man auch sich Grenzen setzt und sagt, okay, weil für mich, ich habe jetzt viel mehr Zeit, mich wirklich intensiv mit Nuru Coffee, Nuru Woman zu beschäftigen. Genau, also was sind so Learnings, die du hattest? Vielleicht für dich persönlich hast du ja schon gemeint, dass wie es zugekommen ist, neu wie jetzt diese Yoga-Session, die du machst. Und als junge Unternehmerin, was hat dir diese Ausnahmesituation gelehrt? Das ist wichtig, dass man immer einen Plan B hat, weil zum Beispiel ist es so, dass wir, als am Anfang die Ausgangssperre verhängt wurde oder zumindest die Einschränkungen klar wurden und alle total unsicher waren, haben wir uns auch überlegt, okay, wir arbeiten die ganze Logistik zum Beispiel, den Versand, das Bekleben der Kaffeepackungen, das machen wir zum Glück nicht mehr. Wir haben das lange genug gemacht, aber Gott sei Dank sind jetzt die Bestellungen so viel geworden, dass wir das outsourcen konnten. Und wir arbeiten mit einer Behindertenwerkstatt in Berlin-Mitte zusammen und wir waren uns nicht sicher, ob auch die jetzt zumachen müssen. Und dann könnten wir natürlich unsere Produkte, das hieß für unsere Produktion, dass wir nicht mehr verschicken können. Und da waren wir natürlich total nervös und haben halt gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir immer auch nochmal einen Backup-Plan haben, dass wir nicht alles nur auf einen Standbein setzen, sondern dass man guckt, dass man das vielleicht verlagert auf zwei unterschiedliche Werkstätte oder dass man sagt, unser Röster nimmt einen Teil oder so, dass man zumindest auch immer wieder Eventualitäten hat und dass man nicht alles auf eine Karte setzt. Das war so ein extremes Learning für uns. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dadurch, dass wir ja primär unseren Kaffee online verkaufen, profitieren wir jetzt mehr, ehrlich gesagt, weil die Menschen viel mehr zu Hause sind, viel mehr online bestellen und dadurch eben auch unsere Absätze dadurch auch gestiegen sind. Genau, für all jene, die zuschauen und es nicht wissen, Sarah hat gemeinsam mit ihrer Schwester 2017 Nuru Coffee gegründet. Das ist ein Social Business. Sie kauft dabei Kaffee direkt in Äthiopien von Kleinbauerkollektiven, verkauft ihn dann in Deutschland, schlägt sozusagen die Brücke zwischen Äthiopien und Berlin und dann geht nochmal ein Prozentsatz vom Jahreserlös in Form von Mikrokrediten auch an Frauen in Äthiopien. Ja. Und wie hat sich das jetzt verändert? Also du fährst ja auch 3-4 Mal im Jahr sonst nach Addis Abeba, den Ort in der Nähe dort, wo du die Kleinbauern hast. Weißt du, wie das aussieht, die Zukunft? Jetzt also ja, also wir sind, Sali und ich, wir waren jetzt Ende Februar bis Anfang, wir sind am 2. März wieder zurückgekommen aus Äthiopien. Wir haben neuen Kaffee. Wir haben uns die neue Ernte angeguckt, neue Samples getestet und mit den Kooperativen auch die neue Preise verhandelt. Und es ist halt unglaublich, weil alles war noch okay. Leider hat Äthiopien auch momentan, sind die von Heuschreckenplage befallen. Das heißt, das ist da schon echt schon schwierig. Man merkt, jeder ist schon ein bisschen unsicher, weil man nicht weiß, was für Auswirkungen das auf die Ernte hat. Das kommt noch hinzu, als wir dann eben zurückgereist sind. In Äthiopien hat es schon angefangen, dass am Flughafen viele Masken hatten. Äthiopien hat sehr viele chinesische Beziehungen, Geschäftspartner. Also es sind sehr viele auch Chinesen in Äthiopien. Und ich glaube, da aufgrund dessen haben die schon sehr viele Vorkehrungen gezogen, haben am Flughafen schon Fieber gemessen. Die waren schon Ende Februar viel weiter, als dass wir in Deutschland waren. In Deutschland war noch gar nichts, als wir zurückgeflogen sind. Und wir haben aber gemerkt, normalerweise sollte jetzt der Kaffee geliefert werden, eben die wir ausgesucht haben, der Kaffee. Und ja, es ist eine unglaubliche Unsicherheit. Die Menge, die wir eigentlich bestellt haben, konnte uns nicht zugesichert werden. Also ein Drittel haben die jetzt uns zugesagt, aber haben natürlich jetzt auch Druck, weil die Angst haben, dass sie das nicht
exportieren können, langfristig gesehen. Und das ist schon eine Unsicherheit, weil jetzt fängt es in Äthiopien tatsächlich an, dass erste Fälle bekannt geworden sind und natürlich die Gesundheitsversorgung nicht so fortschrittlich ist wie bei uns hier. Und selbst wir haben ja offensichtliche Probleme mit der Pandemie umzugehen. Und das ist natürlich für Afrika und natürlich auch Äthiopien fatal. Ich würde da gleich mal anknüpfen mit einer Zuschauerfrage, die wir gestern bekommen haben auf Instagram. Ayo_Fischel fragt, wie funktioniert denn der Handel mit Kaffee in Äthiopien und was macht ihn so besonders? Also es gibt verschiedene Arten, wie man grundsätzlich Kaffeehandel betreiben kann. Entweder man geht über den konventionellen Weg, das heißt, man handelt den Kaffee an der Börse oder beziehungsweise kauft den Kaffee an der Börse. Und oder es gibt so viele Zwischenhändler, die mit privaten Kaffeeplantagen oder privaten Kaffeebesitzer, die im Besitz von Plantagen sind, zusammen und die wiederum verkaufen ihren Kaffee. Was wir tun ist, weil wir gemerkt haben, dass so viele daran verdienen, nur die Bauern nicht. Und wie können wir das umgehen? Und haben dann nach mehreren Besuchen in Äthiopien haben wir das Konzept der Kooperative entdeckt, dass eben die Bauern sich zusammentun zu einer Genossenschaft und sie quasi im Kollektiv den Preis festlegen und so nicht abhängig sind von den aktuellen Marktschwankungen, weil sie nicht den Kaffee über die Börse handeln. Und es kommt noch hinzu, dass die Bauern, die sind im Besitz der Kaffeekirsche, die sind nicht nur Tagelöhner, die in einer Plantage arbeiten und pflücken und die Bohnen ihnen nicht gehört, sondern es ist deren Kaffee, die größtenteils in ihrem Garten wächst, also Garden Coffee. Und was wir tun ist, wir fliegen in der Regel immer zum Frühjahr nach Äthiopien, dann schauen wir verschiedene Kooperativen, also besuchen verschiedene Kooperativen, schauen, wie ist die Ernte, lassen vor Ort uns Samples geben. Die Kooperativen sind in der Regel 400-500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und dadurch, dass die Infrastruktur nicht da ist, beziehungsweise sehr schlecht ist, braucht es, letztens haben wir 8 bis 9 Stunden gebraucht, von der Kooperative, von Addis Abeba zu der Kooperative zu kommen und da natürlich vor Ort leider nicht die Mittel gibt, wo man dann quasi den Kaffee wirklich testen kann, nehmen wir die Samples von unterschiedlichen Kooperativen mit und testen diese dann in Addis, wo wir Partner haben, die mit uns dann, quasi Partner, die für uns die Logistik übernehmen, weil das ist nochmal ein ganz Riesenthema, das Verzollen, Verschiffen, dass das auch alles auch ankommt, dass auch wirklich die Ware, die man bestellt hat, dann auch tatsächlich im Container drinnen ist. Da gibt es viele Geschichten, wie viel man falsch machen kann. Und wir testen die dann quasi in Addis Abeba im Labor, wo das auch nochmal geröstet wird, der Kaffee, weil es sind ja die Kirsche an sich, also hole ich ein bisschen aus, aber die Kaffeebohne ist ja der Kern einer Kirsche und die sind im rohen Zustand, wenn man die einkauft. Man muss sie erstmal dann rösten und das kann man dann in Äthiopien tun, in kleinen Mengen natürlich, und dann tut man die blind verkosten und schaut, wie schmeckt der, haben die Defekte, wie ist das Profil, und in der Regel entscheiden wir uns immer für 4, 5 unterschiedliche Sorten und nehmen diese dann mit nach Deutschland und testen es dann da nochmal mit unseren Röster, quasi, weil klassisches, das ist dann nochmal so Rösten in verschiedenen Röstgraden, was können wir damit tun und so, und besprechen das dann auch mit unserem Röster zusammen und dann noch im Vorfeld bei der Kooperative verhandelt man schon die Preise, dass man sagt, okay, wie viel kostet die Menge, was ist der aktuelle Tagespreis, und dann, wenn wir uns für eine Sorte entschieden haben in Deutschland, geben wir dann quasi entscheiden wir uns, okay, wir kaufen den Kaffee, und dann geht es los, dass die anfangen, den Kaffee in Säcke zu transportieren. Und dann kommt das ja von der Kooperative, die im Landesinneren ist, bis nach Addis. Dann vergeht tatsächlich Wochen und Monate, bis es dann auch nochmal durch Kontrollstellen in Addis Abeba geguckt wird, ist es überhaupt der Kaffee? Hat es auch diese Qualitätsmerkmale, die man ja dafür zahlt? Ist es auch wirklich zertifiziert? Und dann
wenn dann alle durch die ganzen Prüfungen quasi noch in der Kontrollstellen durch ist, ja, kommt es dann in den Container und hoffentlich, wenn alles gut geht, meistens in Verzug, so 2 bis 3 Monate ist es dann in Hamburg. Und wenn es dann in Hamburg kommt, ja, kommt es dann nach Berlin, wo wir den Kaffee dann rösten. Wie war das eigentlich für dich damals, diese Transition von nur Modeln zu auch noch ein Unternehmen gründen? Wie hast du dich dabei gefühlt und was hast du für Skills entwickeln müssen da in relativ kurzer Zeit? Die Transformation, das war, also ich glaube, im Vorfeld war das eher schwierig, also hat länger gedauert für mich persönlich, mir den Mut zu fassen und zu sagen, so, zu dem Zeitpunkt, als ich Nuru Coffee gegründet habe mit meiner Schwester, war für mich klar, dass ich nicht mehr modeln möchte. Das war gar nicht so, dass ich sage, ich mache das parallel, sondern für mich war ich in einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr und ich möchte etwas tun, wo ich zu 100% dahinterstehe, wo ich wirklich auch mitbestimmen darf, ich mitsprechen kann und auch was schaffen kann, was einen Impact hat und im Land meiner Eltern von einer neuen Perspektive zeigt. Deswegen mein Antrieb war immer, dass ich ja, ich musste eine neue Existenz für mich ja schaffen. Und das hat mich angetrieben und deswegen war das gar nicht so schwierig, das beides unter einem Hut zu kriegen, weil ich hatte nur meinen Fokus auf die Gründung von Nuru Coffee und es war nicht einfach, weil ich überhaupt keine Skills hatte. Ich hatte viel mehr Ahnung über Entwicklungszusammenarbeit als über wirtschaftliche Tätigkeit und ich lerne heute noch, also ich Sali und ich, wir sind am täglichen Dazulernen und was, glaube ich, geholfen hat, ist eine gewisse Naivität, dass das Ziel und wir wussten genau, was wir wollten und haben gesagt, okay, wie kriegen wir das? Wir haben wirklich von Step für Step A nach B, Learning by Doing, und haben uns weniger geschert über Konvention, also wie man das jetzt, das perfekte Businessplan, wir haben einen Businessplan erstellt, war es perfekt? Nein. Hat es funktioniert? Ja. Und das glaube ich, hat irgendwie trotzdem geholfen, dass wir, weil es gibt, wie oft, ich kenne viele, die jahrelang an dem Businessplan arbeiten und machen und soll so perfekt sein und niemals aber den Sprung schaffen, es tatsächlich umzusetzen. Und ich bin froh, dass wir hatten den Businessplan grob und haben es dann umgesetzt und haben dann aber festgestellt, oh, okay, hier müssen wir justieren und hier müssen wir es optimieren und besser machen und die Kaltkostenkalkulation komplett mussten wir zerstören, weil wir anfangs überhaupt keine Ahnung hatten, dass wir noch 2,19 Euro Kaffeesteuern zahlen müssen, dachten wir, wie bitte? Das erzählt uns keiner und dann erstmal solche Dinge. Also wir haben viele, viele Fehler gemacht, aber ich glaube, das gehört ja dazu. Also keiner, das glaube ich, das erzählt nur niemand, aber klar, keiner macht das von Anfang an perfekt und es ist ja ein ständiger Prozess und optimieren. Du hast eigentlich schon die Antwort auf diese Zuschauerfrage gegeben. Sie kommt von Positive Minds, aber sie fragt, siehst du in deinem aktuellen Job mehr Purpose als mit dem Modeln? Ja, also wobei ich sagen muss, seit ich mich selbstständig gemacht habe und ich jetzt etwas mache, was mich persönlich mit Sinn erfüllt, habe ich kein Problem mehr, als Model zu arbeiten. Habe ich mich mit der Branche, mit dem habe ich mich wieder versöhnt, ja, weil ich, die Branche an sich ist oberflächlich, ja, aber wenn man kann es ist auch eine Betrachtungssache, wenn man Mode an sich, wenn man das nachhaltig macht, mit einer richtigen Produktion auch alles herstellt, dann ist es ein wunderschönes Handwerk. Dann ist es, also es gibt ja unglaublich viele Leute, die das ist auch sehr so Kunstmode zu schaffen. Und ich glaube, dass ich jetzt einen Blick habe auf die Branche, die ein bisschen losgelöster ist und ich das anders betrachte, weil
ich nicht nur das Model bin. Es definiert mich nicht. Und natürlich ist es aber so, dass für mich, ich habe einen großen Bezug, einen tiefen Bezug zu meinen Wurzeln, zu Äthiopien, das Land meiner Eltern. Und zu wissen, also auf der anderen Seite könnte man auch sagen, Kaffee. Ist Kaffee jetzt so Purpose? Es ist natürlich auch so eine, immer wieder so eine Betrachtungssache. Indem wir aber ein Bewusstsein schaffen wollen, indem wir mit den Bauern zusammenarbeiten, wir versuchen, ihnen auch eine Plattform zu geben, ihre Geschichten zu erzählen, den Leuten zu zeigen, was steckt eigentlich hinter einer Kaffeeproduktion. Gibt es dem wieder einen tieferen Sinn? Und die Tatsache, dass wir mit dem Verkauf des Kaffees gleichzeitig Frauen und damit unterstützen, gibt ja mir und meiner Schwester den größten Sinn, weil wir dadurch auch noch was zurückgeben können. Ja. Wir sind eigentlich auch schon am Ende von dem Interview. Ich würde dich jetzt noch bitten, mir 3 Empfehlungen zu geben, wie wir uns quasi die Zeit vertreiben könnten. Also Empfehlungen aller Lesen, Sehen, Hören. Ich würde anfangen mit einem Buch, das du empfehlen würdest. Also ich habe letztens auch so ein Bild auf Instagram gepostet, weil ich habe neben meinem Nachttisch habe ich so viele Bücher, die ich nie dazu kam zu lesen. Also jetzt aktuell hier habe ich eins zufällig stehen, die Kunst des guten Lebens. Mhm. Ich habe mal das ist ganz gut, sind ganz viele Geschichten, einzelne kleine Geschichten, was das Leben lebenswert macht und wie man den Fokus auf das Richtige legt. Und ich lese das nicht am Stück, sondern ich blätter immer mal eine Seite, Kapitel auf und es sind 50 verschiedene kleine Geschichten und das ist ganz schön. Aber das ist eher so ein Ratgeber. Ich finde es eigentlich auch schön, jetzt einfach einen Roman zu lesen. Ich lese aktuell Conversation Between Friends von Sally Rooney. Das ist schön, weil es einfach gerade jetzt, wo man immer so abgelenkt ist durch die ganzen negativen Nachrichten, es ist ganz schön, wenn man abtauchen kann. Und ein Film oder eine Serie, die du empfehlen könntest? Es gibt es leider nicht auf Netflix. Ich habe eine ganze Staffel gekauft. Egal. Ja, wurscht. Auf jeden Fall, Succession heißt die Serie. Die fand ich am Anfang richtig schlecht. Ich war richtig sauer und dachte, was für eine Verschwendung. Aber ich hatte ja Zeit und lief nichts anderes. Deswegen habe ich das, also das fand ich sehr gut, weil es beschreibt so quasi Anlehnung an Murdoch-Familie und Medien und Verlagswelt und Macht, es geht um Macht zwischen Geschwister, wer an den Thron kommt und wer dieses riesen Milliardenunternehmen übernimmt. Und man mag keine dieser Charaktere und es ist komisch zu gucken, weil man alle hasst, aber irgendwie bleibt man trotzdem hängen. Und das ist also meine Empfehlung, Succession, läuft auf HBO und ich glaube Sky, ich weiß nicht, ich habe es HBO gekauft. Ja. So. Etwas zum Hören, sei es ein Song oder ein Podcast? Podcast, es gibt so viele Podcasts momentan. Ich höre mir immer ganz gerne Goop-Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Sarah, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Bei uns geht es jetzt weiter um 17.30 Uhr hier mit Greatest Business Minds. Da trifft unser Chefredakteur Klaus Bierler auf Janina Kugel. Ex-Personalchefin und overall Superstar eigentlich. Mhm. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.